Scheinbar. Also wir haben hier noch ein Gymnasium. Turnhalle. Okay. Klassenzimmer. Aha. Ja, also wir schauen jetzt einfach mal, dass wir den Rest hier noch retten. Was zu retten ist. Warum ist denn das Bildungsniveau so stark gesunken? Das würde ich gerne wissen. Ich habe hier zwei Grundschulen immerhin. Ich meine, Gott. Wir bewilligen jetzt einfach einen Klassenzimmerausbau. Ich weiß, kein Schüler hat Bock auf Schule, aber das darf uns nicht nochmal passieren. Und wir müssen jetzt nur noch hoffen, dass die Strahlung zurückgeht. Tut mir leid, Trashok, du kriegst es als erstes eh ab. Scheiß drauf. Ist nur ein bisschen Strahlung. Hat noch niemanden geschadet. Aber es bleibt ziemlich regional auf meiner Stadt. Wie kann ich ihn dekontaminieren? Gibt es da in der großen Feuerwache irgendwie eine Möglichkeit? Ja, wir brauchen Strom. Aha. Ansatzwagen löscht schwere Industriebrände durch Gefahrenstoffe. Für Universität in der Region. Kannst du eine Ingenieursuni bauen? Achso, du hast keine Uni. Das ist richtig. Ah, ich bin gut. Das ist so blöd. Wieso? Klinik oder Krankenhaus ohne Strom? Ja, ich darf ja bald eh hier Krankenhaus ausbauen. Bildungsniveau der Arbeiter gemäßigt, glaub ich, schlag aus. Hast du zufällig irgendwie. Was produzierst du? Produzierst du Kohle? Nö. Scheiße. Wo kriege ich denn das meiste raus? 3, 75, 150, 8. Setz mir auf eine weitere ungesunde Technologie. Ich nehme meinen Kredit auf, dann stelle ich mein Atomkraftwerk ein. Den Betrieb muss ich bald runternehmen. Ich nehme Ölkraftwerk. Scheiß auf Gesundheit, scheiß auf Sims, ey. Ehrlich gesagt. Hauptsache, hierbei steht wieder Strom, sonst beschweren die sich wieder. Ob das jetzt Ölkraftwerk oder so ist, interessiert die doch im letzten Endes auch nicht. Na, wo soll ich denn das hinbauen? Ich kann dir nur eins sagen, ich glaube, ich komme von einem Problem ins andere und zwar ziemlich, ziemlich schnell. Wir müssen doch das AKW einreißen. Anders geht's nicht. Hinweis, der Müll verschmutzt die Umwelt. Freue ich mich aber drauf. Kannst du irgendwie Öl produzieren? Hey. Annahme globaler Rohöllieferungen. Verschmutzung mittel, Verschmutzung hoch. Okay, wir bauen einfach diese Teile mal hin. Noch können wir es uns leisten. Der schaut hier Metallab bald ganz gewaltig nach Fehl Handelszentrale, aus. Metallzentrale, dann schauen wir mal. Haben wir die Möglichkeit, eine Ölraffinerie zu bauen? Handelszentrale. Ne, eine Ölquelle zumindest. Ja, genau, das suchte ich. Aha, super. Wo ist meine Ölquelle mitten unter der Stadt? Toll. Ich muss echt. Alter, die Transporter stehen echt alle im Stau. Der Weltmarkt hat bestimmt immer Öl. Meine Stadt geht den Bach hinunter, ist verstrahlt und. Ja, alles ist Ja, gefällt. meine auch. Projekt Atomkraftwerk ist gescheitert und das muss ich mir echt eingestehen. Ich hätte gedacht, ich komme damit durch. Normalerweise hat es immer geklappt und dann. Schön, wo geht das Geld? 700 für Betrug, wollt ihr mich verarschen? Ja, wollen sie eigentlich. Toll. Okay, Veranstaltung. Ja, Leute. Nein, ich brauche Strom. Ich brauche Strom. Ich brauche Leute, die für Strom Oh, ich arbeiten. kann nicht mehr, echt. Die Stadt macht mich hin. Meine mich auch. Alter, Junge, ich sag dir, ich habe echte Probleme und zwar richtig große. Wenn du übrigens mal Öl produzierst, kannst du gerne an mich schicken. Ich nehme immer Öl.
alles, was dann Öl los wird, das ist, ja, kommt zu mir, freue ich mich. Aktuell Zeug 400 MW. Das müsste ja ausreichen eigentlich, schön. Jetzt geht der Strom langsam an, hoffe ich doch mal. Dann ja, schaut doch schon schön aus. Feinste Gebäude, die sind noch ohne Strom so. Da hinten, ah jetzt da. Okay, das Stromproblem Nummer 1 hat sich erledigt. Du kannst übrigens wieder bei mir einkaufen, das ist kein Problem. Strom kaufen geht immer noch. Oder wieder. Erzeugte Luftverschmutzung gering. Ist ja eh egal, interessiert sich eh keiner hier für die Region. Weil, kriegt ja keiner ab. Außer der Wind dreht sich, dann würde ich lachen. Am besten noch so, dass du es abkriegst oder dass es GM abkriegt. Mal schauen, wie der Wind gerade steht. Ja, es zieht alles über meine Stadt, ist klar, ich hab voll die... Alter, ich verstehe den Stau nicht. Auf der Autobahn stehen die zwar nicht mehr, aber... Bei mir stehen sie auch nochmal auf der Autobahn. Die stehen bei mir jetzt überall in der Stadt, genau. Richtig. Das ist total scheiße. Stehen alle auf der linken Spur, weißt du? Wollen sich alle auch noch auf die linke Spur einordnen. Das ist so ein grausames... Und dann stehen sie wieder. Blöde KI, Alter. Wie war das? Sie haben sie gefixt. Wie viele Patches kamen für die KI? Irgendwie... Habe ich da was verpasst? Schon, oder? Mhm. Trashhawk. Nur mal so nebenzu. Hm? Ich klau mir mal bei euch das Kabel, was sie, die Kabel, die sie da rumliegen haben, gell? Diese orangenen, oder? Orange sind sie, gell? Hm. Die Glasfaserkabel, weißt du? Ich möchte auch eins. Selbst die Update, zack, unten. Da würde ich echt froh drüber sein. Ach ja, ich sag's dir. Achso, ich soll ja noch einen Park bauen. Fügen Sie eine allgemeine Hochschule hinzu. Baue jetzt eh nimmer. Jetzt ist mein Bildungslevel. Mein Bildungslevel ist eh im Arsch, ja? Mal alleine davon abgesehen. Welchen haben wir heute? Den April Jahr 2. Super. 6 bis 15 Uhr. Ist ja jetzt nicht so, ich würde es ja tun. Schön, ich hoffe bloß, ich... Ja, es gibt Geld, es gibt Geld. Das ist gut. Könnt's ja schön einparken. So, also den Tag würde ich noch zu Ende machen. Der ist bei mir eh bald zu Ende. Dann, wenn's Geld reinkommt. Okay. Verlassene und zertrümmerte Gebäude. Ja. Haben wir hier, hier und hier. Noch hier. Schön. Sollte sich mal das Problem Nummer 1 erledigt haben. Die SimCity-Musik ist richtig schön geworden. Echt? Find's. Bei mir schon. Bei mir kommt richtig schöne. Ich würde es dir empfehlen, schau dir dann das LP an. Weil die Musik ist so richtig schön jetzt. Und bei mir hat's Geld gegeben. Also Leute, da Trashhawk fertig ist, da ich fertig bin, da unsere Städte uns ein bisschen nerven, oder? Nur minimal, richtig? Ja, minimal. Minimal, ja. Würde ich sagen, verabschieden wir uns, oder? Ja. Ich vertipp mich natürlich wieder voll. Und bei Trashhawk, da geht auch nicht die Sonne auf gerade. Und weil ich sonst später vergesse im Let's Play, stelle ich hier nochmal ein neues Event ein, ein Rockkonzert, dass hier das Jahr schön läuft. Und dann zahle ich noch einen Kredit ab, weil, komm, was willst du? Ich brauche eh noch einen. So, dann sind wir mit unserer Stadt wieder einigermaßen um die Runden gekommen, würde ich sagen. Bei Trashhawk weiß ich es jetzt nicht so genau.
Naja. Jetzt habe ich hier für 30.000 eine fette Eisenbahnbrücke gebaut. Jetzt kann ich die nicht anschließen, Alter. Fuck. Boah. Ich komme mal kurz zu dir zu Besuch, einfach nochmal zum Schluss, um zu schauen, wie dein Status ausschaut. Weil wir haben ja eh noch 5 Minuten ungefähr. Da hätte ich jetzt gerne den Afterburner, um zu sehen, wie lange wir schon aufnehmen. Aber die Dateigrößen sind utopisch mit dem Intel-Codec und unkomprimiert erst recht. Wo ist denn deine Eisenbahnbrücke? Ungefähr. Hast du die noch nicht gesehen? Nee. Ich finde die ehrlich gesagt auch jetzt gerade nicht. Ah, da ist Eisenbahn. Ah, bei mir ist da noch keine Brücke, glaube ich. Bei mir schon, mittendurch eine fette Brücke. Aber nein. Bei mir ist da ein Tunnel. Auf der einen Seite. Da geht ein Tunnel rein. Ja. Und dann hast du noch so eine Weiche, hast du so ein Stück Eisenbahnschiene weggebaut, gell? Ja, genau. Und da kommt eigentlich dann eine andere kleine Strecke und ein Tunnel. Ja. Genau, die mit dem Tunnel habe ich auch gesehen. Ah, und da hast du deinen Güterbahnhof gebaut. Genau, oh. Und da, von dem Güterbahnhof, habe ich eine fette Brücke hier nach oben gebaut. Und die kann ich jetzt nicht an die andere Strecke anschließen. Fuck. Ja. Und dann hast du hier den Park. Schau dir mal dieses... Schau mal diesen Park genau an. Das Toilettenhäuschen. Schau da mal ganz nah rangezoomt hin. Das ist kein Toilettenhäuschen. Und da steht Safer 1 bei dir. Hey, du hast das Nissan-Teil platziert. Ja, richtig. Wo hast du denn das gefunden? Unter Strom, glaube ich. Ja. Ah, müsste ich auch mal bei mir machen. Mit Strom. Weil ich habe das irgendwie nicht gefunden. Oh Mann, da gehen die Fails los. Da gehen die Fails los. Weil ich habe es ja eigentlich auch. Eigentlich. Ist ja immer dieses eigentlich dabei. Ich merke schon. Wasser. Nein, Strom hast du gesagt. Was ist eigentlich mit dem Wasser schon wieder? Die Wasserpumpe ist verschmutzt. Ja, Sapralot no more. Okay, machen wir es folgendermaßen. Diese Wasserpumpe kommt weg. Dafür kommt hier eine... Nein, hier kommt eine Filterpumpe hin. Sonst haben wir hier echt bald kranke Arbeiter, kranke Leute. Schauen wir mal. Da wird alles passieren. Und bei Strom. Nissan Leaf Ladestation. Sie ist einsatzbereit. Ja, endlich verbunden. Finde ich richtig gut. Ist ja jetzt nicht so Schleichwerbung oder so. Wenn es einen Vorteil bringt, dann sage ich, ja, warum nicht? Muss ich da noch konfigurieren? Okay, Nissan Leaf Ladestation. Und wie viele, da braucht man erstmal nur eine von, gell? Ich habe alle 5 aufgestellt, keine Ahnung, ob mir das hilft oder nicht. Ja, stimmt, eigentlich wäre es sinnvoll. Würde Sinn machen. 2. Wir verteilen die einfach schön, dass die in der Stadt sinnvoll aufgeteilt sind. Das glaubt mir zwar keiner, aber ich versuch's. Dann hier, wenn man von der Autobahn herkommt. Schön. Und dann hier noch irgendwo. Ja, mal schauen, ob das was bringt. Mal schauen, ob es dann Nissan Leaf-Besitzer gibt. Weil mich kostet der Scheiß ja auch was. Warum zahle ich eigentlich dafür? Ich meine, das ist ein Unternehmen, Nissan. Die können ja selber bezahlen. Ist doch wirklich so, oder? Tankt Sonne. Ist ja schon witzig irgendwie. Irgendwie schon. Also, ich finde es, ja, es hat auf jeden Fall was. Toll. Bin mal gespannt, was es bringt. Sonne haben wir ja eh nicht in dieser Stadt. Ey, 199.965 Einwohner. Deine Zahl? Wie viel hast du? 199.956 Einwohner. Lol. 60.000. Ah, du bist gemütlich geblieben. Ja, ich kümmere mich halt gerade nur um meinen Handel. Ja, ist auf jeden Fall nicht falsch. Bei mir gibt's dauernd verlassene Gebäude. Ist auch grausam.
Naja, jedenfalls würde ich sagen, wir wollten uns ja eh schon verabschieden, gell? Richtig. Und die Nissan Leaf Ladestation hat mich jetzt davon noch abgehalten. Und irgendwie gibt es nicht Nissan Leaf Besitzer. Naja, mal schauen. Wird sich schon noch zeigen, ob es Sinn macht. Oh, damit sage ich mal, Trashog, ich übergebe dir das Wort. Ja, dann verabschiede ich mich einfach mal und bis zur nächsten Aufnahme. Jo, und ich sage auch noch Servus und man sieht sich, wenn es wieder heißt, Let's Play irgendwas von Gamers Club. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet. Ciao.